Giga, die elektronische Schülerzeitung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zum Digga Magazin bei Alex Berlin. Ja, vor wenigen Wochen war es soweit, die TinCon 2018, eine Jugendmesse, in der es vor allen Dingen um aktuelle Internetkultur geht. Ja, wir waren selbstverständlich auch wie jedes Jahr vor Ort, haben viele interessante Beiträge produziert und wollen uns jetzt zuallererst darum kümmern, wie es denn überhaupt auf der TinCon aussieht. Schauen wir mal. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen von der TinCon 2018. Ja, wir sind mitten in Berlin, im Herzen von Berlin, in Tempelhof. Hallöchen, ihr beiden. Ja, hallo. TinCon, erster Tag, es geht los. Was ist denn überhaupt die TinCon? Die TinCon ist die Teenage Internet Work Convention, die erste digitale Jugendkonferenz für 13 bis 21-Jährige. Ja, die TinCon ist die Konferenz für, von und mit Jugendlichen. Die ist eine Art ein Ableger der Republika, hat ähnliche Themen, obwohl es sich auch in den letzten Jahren ziemlich viel geändert hat. Es sind ziemlich viele Themen reingekommen, die vielleicht so gesellschaftlich noch nicht so viel angeschnitten wurden. Es wird jetzt auch viel über Mental Health zum Beispiel geredet oder über andere soziale Probleme, die Jugendliche haben können vielleicht, die vielleicht noch zu wenig in der Gesellschaft angeschnitten werden. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir legen hier gleich mal los mit dem Rundgang und schauen uns doch einfach mal die ganze Location ein bisschen genauer an. Also wenn wir hier reinkommen, dann sind wir auch, wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein, weil wir hier nämlich gerade mitten in einem Talk sind. Wenn wir hier reinkommen, sind wir tatsächlich auch direkt schon auf der Hauptbühne. Ja, die sehen wir hier. Ja, das ist die Stage One, da findet gerade ein Talk statt zu Storytelling. Wow, so viel Anglizismen in einem Satz hätte ich mir auch vor ein paar Monaten noch nicht zugemutet. Es geht darum, wie schreibe ich interessante Geschichten. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um Fanfiction. Das ist ja auch ein großes Thema. Also es geht viel um Freizeitgestaltung, aber wir hatten auch hier eben schon hochpolitische Themen, zum Beispiel zum Thema Afrika, wie da unsere Wahrnehmung durch die Medien beeinflusst wird. Wenn wir jetzt hier in die Richtung gehen, dann kommen wir tatsächlich zu einem sehr weiteren wichtigen Teil. Und zwar zum ersten kann man da kühle Getränke kaufen. Das ist in Tagen wie diesen besonders wichtig. Und wir haben hier auch die zweite Bühne, ja, die zweite Stage. Die Lounge, das ist die Lounge. Funk-Lounge. Genau, und die ist tatsächlich etwas kleiner. Auch hier sehr viele spannende Sachen. Und wenn wir uns jetzt einmal drehen in die Richtung, dort haben wir dann noch die Tube 1 und die Tube 2. Genau, was ist das? Da finden auch Talks statt. Da finden auch Talks statt und da finden auch Workshops statt und da finden auch andere Aktivitäten statt. Das ist ein sehr buntes Programm hinten in den Tubes. Bisschen versteckt, vielleicht so ein bisschen die Underground-Szene der TinCon, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Ja, also da gibt es sehr viele Workshops. Ich glaube, gerade kann man irgendwelche Brillen bauen, die leuchten. Man kann 3D drucken, man kann Wände besprayen. Es ist sehr, sehr verrückt. Ja. Außerdem gibt es hier zum Beispiel auch noch das Workshop-Zelt. Das haben wir hier hinten auf der anderen Seite. Und auch natürlich ein Highlight an so warmen Tagen. Das Highlight, der Garten. Und der hat vieles zu bieten. Wir können uns da ja einmal hineinbegeben. Ja, und viele sagen schon, das inoffizielle Highlight, das Bällebad. Ja? Also das ist für viele ein sehr wichtiger Bestandteil. Ansonsten den Garten, es gibt ja auch Getränke, es gibt Essen. Es gibt Eis, natürlich auch sehr wichtig. Also wir haben jetzt über 32 Grad tatsächlich, dazu Sonne pur. Und was wir hier hinten auch noch haben, ja, so eine kleine kleinen Erholungsbereich. Auch sehr angenehm und dort können wir Schilder basteln. Schilder? Ja. Ach so, ja, stimmt. Hier Vanilleeis steht da drauf. Genau, viele interessante Botschaften, politische Botschaften. Ich würde vorschlagen, wir von Digga, wir können da ja auch noch ein Schild basteln. Das hier ist also die TinCon und der Bereich der TinCon 2018. Weitere sehr interessante Videos werden selbstverständlich folgen. Ein paar, die verlinken wir euch hier gleich mal. Also bis später. Ja, so viel also erstmal zur TinCon im Generellen. Doch die Themen, die dort angesprochen wurden, das waren keinesfalls nur Lifestyle-Themen, sondern zuweilen auch politisch und gesellschaftlich sehr ernste Themen. Unter anderem ging es zum Beispiel um Afrika und darum, wie die Medien unser Bild von Afrika beeinflussen oder gegebenenfalls verändern. Moin Moin,
Wir sind hier gerade auf der TinCon. TinCon steht für Teenage Internet Work Convention. Also es ist eine Messe rund um digitale Jugendkultur. Und es geht natürlich auch viel um Medien. Da wollen wir uns die Frage stellen, wie beeinflusst die mediale Repräsentation unsere Wahrnehmung überhaupt? Und da wollen wir uns ein bisschen umschauen heute. Also durch die ganzen Medien und so kann man natürlich das Wort Armut direkt damit verbinden. Dürre, da ist es total trocken, es wird noch trockener. Ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen. Kapstadt trocknet gerade aus und hat kein Leitungswasser mehr. Das sind so gerade die Dinge, an die ich als erstes denke, wenn ich von Afrika höre. Unterschiede bei fairem Handel, sehr viel, dass das nicht gerecht ist. Ich habe da gerade zugeguckt auch und die Kindersterblichkeit ist besser geworden, habe ich erfahren. Hättest du das gedacht? Das hätte ich, ich hätte das, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gedacht, weil man hört ja immer nur so, ja, ist gleich geblieben, ist nichts Besonderes Besseres oder so. In Botswana zum Beispiel, das ist eigentlich sogar sicherer als Deutschland und das würde man ja nicht denken von Afrika. Ich würde sagen, also möglichst ausgewogen und differenziert und nah an der Realität. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber wir haben ja doch oft Stereotype, die wir so ein bisschen verfestigen und Bilder, die man so kennt und in denen man dann auch gerne bleibt. Ne? Also die Masse an kleinen Kindern, die sind alle irgendwie niedlich, aber die sind auch irgendwie anonym und so weiter. Und dass man da so ein bisschen versucht, das zu durchbrechen und wirklich auch sich mit Individuen beschäftigt und mit Einzelfällen und einfach auch versteht, dass Afrika so viel mehr ist als kein Land, aber ne, dass man irgendwie sagt, so, das ist super differenziert und die Leute sind super divers und dass man da versucht, zu sagen, das will ich abbilden, diese Vielfalt. So. Und wie sieht es aus mit Berichterstattung über Entwicklungshilfe? Weil Entwicklungshilfe wird ja auch oft gesagt, dass es auch irgendwie dann wieder einen neokolonialen Charakter hat. Wie berichtet man da am besten drüber, dass es nicht heißt, da kommen die guten Weißen und helfen den armen schwarzen Kindern und dann sind die glücklich und lachen. Ja, genau, das ist voll der wichtige Punkt. Ich glaube, wichtig ist, dass man vielleicht da so ein bisschen sein Bedürfnis zurücknimmt, denen irgendwie die Welt erklären zu wollen und dass man sagt, okay, wir kümmern uns so, was ist eigentlich deren Sicht auf uns oder finden die vielleicht irgendwie unsere Ansätze total strange, also die auch irgendwie einzubeziehen und ihre Meinung mindestens zu hören, aber wenn nicht auch zu sagen, okay, was wollt ihr eigentlich von uns, also vielleicht haben die ja ganz andere Ansätze an Entwicklungshilfe, als die wir denen immer aufdrücken. Ich würde erstmal von Entwicklungszusammenarbeit sprechen, was ja auch, glaube ich, so einer der Punkte war, die im Talk angesprochen wurden. Man berichtet richtig, wenn man vor allem erstmal den Blick darauf richtet, okay, was wird getan? Ist das sinnvoll? Weshalb muss das getan werden? Was sind denn vielleicht die Rahmenbedingungen, die erstmal dafür sorgen, dass Leute da immer noch so finanzielle direkte Hilfe oder Bildungshilfe brauchen, weil es kann ja auch sein, dass es eigentlich beispielsweise viel mehr andere Verträge gibt, die überarbeitet oder überdacht werden müssten, wenn man da tatsächlich eine nachhaltige Änderung reinbringen würde. Aber dann auch, wenn man darüber mal reflektiert. Also man bekommt immer nur mit, es gibt diese Förderprogramme, es gibt dieses Geld, das oder diese Bildungsprogramme und alle schreien immer, ja super, bringen die was? Wie geht's? Es ging ja gerade um Kinder insbesondere. Wie geht es Kindern und Jugendlichen, nachdem die Leute wieder weg sind? Läuft das weiter? Das bekommt man überhaupt nicht mit. Und das ist was, wo Medien, glaube ich, mal mehr drauf Wert legen können, weil dann ist es auch wirklich ausgewogen und nicht nur ein bloßer Hype. Ich glaube, das Beste ist, wenn man so einen Quellenvergleich sozusagen macht. Also wenn man einfach die Dinge mit anderen Quellen vergleicht. Und also wir haben ja hier Pressefreiheit und ich denke nicht, dass hier irgendein Regime vorschreibt, dass alle Medien das Gleiche schreiben müssen. Deswegen glaube ich, dass wirklich auch da Unterschiede vorzufinden sind. Total interessantes Thema auf jeden Fall. Milena, was bilanzierst du denn?
Wir sollten nach Afrika fahren, auf jeden Fall. Wir sollten uns mehr Sachen selbst angucken und dann differenziert darüber berichten. Überhaupt so einen guten Mix aus positiver und negativer Berichterstattung. Auf jeden Fall nicht immer nur weinende Kinder, die sich im Elend suhlen, aber auch nicht nur lachende Kinder. Denn wie richtig bei dem Talk bemerkt wurde, Kinder lachen überall auf der Welt, auch wenn es ihnen nicht gut geht. Und ja, danach sollten wir uns richten. Ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Was ist denn eure Meinung? Könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben und alle weiteren Videos zur TINCON, die findet ihr gleich. Macht's gut, bis später. Tschüss. Und neben dem Thema Wahrnehmung war natürlich auch das Thema Sexualität sehr wichtig. Wir haben Jans getroffen. Jans kann sich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren. Wie Jans damit im Alltag umgehen kann und welche speziellen Situationen Jans erlebt hat, das erfahrt ihr jetzt. Gehalten. Worum ging es? Um Genderqueer oder Non-Binary sein und wie das so ist und was da so die Probleme sind und in was für komische Situationen man da kommt, wo man sich doch irgendwie in eins der binären Geschlechter einordnen muss. Zum Beispiel? Zum Beispiel die typische Klo-Situation. Also, dass wenn man weder männlich noch weiblich ist, doch irgendwie sich dann letztendlich für eine Tür entscheiden muss. Oder die gleiche Situation gibt es oft bei irgendwelchen Umfragen, wo man ankreuzen soll, was sein Geschlecht ist. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten und solche Sachen gibt es halt eigentlich immer. Und das passiert einem eigentlich alltäglich, wenn man nicht binär ist, dass man in Situationen kommt, die man sonst wahrscheinlich gar nicht bemerken würde, weil sie so selbstverständlich sind und über die man sonst gar nicht nachdenken würde. Ja, weil jeder Mensch muss pinkeln, egal welches Geschlecht. Auf genau. Welches Klo gehst du? Ich gehe aufs Frauenklo, weil, das habe ich auch in meinem Talk gesagt, das ist noch das kleinere Übel, weil ich leider doch noch von den meisten Menschen als Frau erkannt werde und ich demnach auf dem Männerklo immer noch mehr doofe Kommentare kriege als auf dem Frauenklo. Aber ich wurde doch schon aus dem Frauenklo geworfen, also ja. Okay, also das ist auf jeden Fall Unisex-Toiletten, da bist du für, denke ich mal, oder? Definitiv, also das nimmt einem einfach so einen riesen Stressfaktor bei so einer alltäglichen Sache wie Pipi machen weg. Das muss man auch echt oft täglich, das ist echt lästig. Ja. Und ich habe eine sehr kleine Blase, das heißt, ich muss wirklich oft aufs Klo. Und ich bin auch jemand, wenn ich so auf Veranstaltungen bin, ich gehe eigentlich gerne aufs Klo, weil man dann immer so mal zwei Minuten keine absolut rum hat. Aber das versaut mir dieses schöne Ritual ein bisschen. Okay, jetzt verstehe ich absolut, dass sich das ändern soll. Was soll sich noch ändern? Was wäre in einer idealen Gesellschaft für dich anders als jetzt? Also erstmal, dass man nicht ständig erklären muss, was sein Geschlecht ist und was, warum das jetzt so ist, wie ich das sehe. Und dass es einfach scheißegal ist und ich theoretisch gar kein Label brauche. Und vor allem auch, dass ich halt an den Sachen, also an den Dingen, die man so durchlaufen muss, um seine Transition irgendwie zu absolvieren, wenn man das so sagen kann, dass sich da was ändert. Das heißt, selbst für binäre Transmenschen, das heißt zum Beispiel ein F2M, Transgender, also Female to Male, muss erstmal tausend Dinge schreiben und erklären, dass er auch wirklich, wirklich trans genug ist, um jetzt von der Krankenkasse seine Hormontherapie oder die Vasektomie übernommen zu bekommen oder um seinen Namen ändern zu dürfen. Dann braucht er ein psychologisches Gutachten und dann muss er da schreiben, ich habe nie mit Puppen gespielt und deswegen bin ich männlich genug und man muss alle Klischees erfüllen und das ist super stressig und abgesehen davon wird man auch als nicht-binäre Person in Deutschland da eigentlich komplett von ausgeschlossen. Das heißt, da wird irgendwie, soweit ich weiß, keine medizinische Notwendigkeit gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie transitionen wollte über die Krankenkasse, müsste ich sagen, ich bin ein Transmann, weil sonst würde das gar nicht als notwendig angesehen werden, was totaler Bullshit ist, weil wenn es mir scheiße geht mit meinem Körper oder anderen Dingen, dann geht es mir scheiße und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt männlich oder nicht binär bin. Ja. Okay, noch eine letzte Frage und zwar, also es ist ja zum Beispiel bei einem F2M-Change, da fühlt man sich ja dann nicht als Frau. Was ist überhaupt, wie fühlt man sich als Frau? Wie sollte man sich als Frau fühlen? Was ist das überhaupt? Ich kann mir darunter immer gar nichts vorstellen. Wenn man sich als Frau fühlt, dann, also ich weiß nicht, wie man sich als Frau fühlt, denn ich bin keine, aber ich würde sagen, wenn man sich wohlfühlt mit dem Label Frau und irgendwie das Gefühl hat, das passt und da irgendwie auf keine Gegensätze mit sich selbst trifft, dann ist man eine Frau und wenn man sich Frau nennen möchte. Und wenn das irgendwie nicht passt, dann
nicht. Aber das ist halt auch so super schwer zu erklären, wie sich das anfühlt. Gerade für Leute, die das eben nicht selber kennen, weil es einfach eine extrem subjektive Wahrnehmung ist und man kann das eigentlich gar nicht erklären, wie sich das anfühlt. Da sind, glaube ich, sehr viele Leute dran gescheitert und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so viele verschiedene Identitäten und Begriffe dafür gibt, weil jeder irgendwie versucht, einen Begriff für das zu finden, was er fühlt. Also nicht jeder, es gibt auch Leute, denen das egal ist, aber... Und wir kommen nochmal zurück zum Thema Internet. Und zwar ging es nicht nur um Wahrnehmung, sondern es ging auch generell um Internetkulturen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Ist es noch möglich, auf YouTube richtig seriösen Content zu produzieren? Darüber haben wir mit Philipp Valulis gesprochen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf der TinCon 2018 mitten im Herzen Berlins. Ja, und wir haben direkt schon einen ganz besonderen Interviewgast, und zwar Philipp Valulis. Ja, oh, hallöchen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, aber sehr, sehr gerne. Du bist heute zum allerersten Mal auf der TinCon, ne? Ja, ich sehe das hier alles zum allerersten Mal und bin bis jetzt schon jetzt hochbegeistert. Es gibt ein Bällebad. Ja. Hätte es das in meiner Kindheit gegeben, vor 40 Jahren. Alles, was das Herz begehrt, ne? Ja. Warum bist du denn genau dieses Jahr hier? Nun, ich bin hier, weil Funk, das öffentlich-rechtliche Jugendangebot von ARD und ZDF, mich freundlicherweise eingeladen hat und zweiter Klasse nach Berlin gefahren mit einem Zug, der kein Güterzug war. Es wird immer besser. Und ich habe einen kleinen, feinen YouTube-Kanal zusammen mit ein paar Redaktionsmitgliedern, die ihn machen. Und der heißt Valulis. Und da beschäftigen wir uns mit Medien und was im Internet passiert und was im Fernsehen ist und was so dahinter steckt. Und das machen wir für Funk von ARD und ZDF. Und deswegen bin ich hier. Ja, ich würde genau auf deinen Kanal jetzt einmal zu sprechen kommen. Und zwar, ihr habt ja euren Content ziemlich verändert. Also ich gucke schon sehr, sehr lange und ich kann mich noch daran erinnern, ja, es gab Zeiten, da habt ihr vor allen Dingen Parodien hauptsächlich gemacht und jetzt ja hauptsächlich Analysen, ne? Mhm. Warum? Nun, der Kanal hat angefangen als ein Beiwerk zu unserer Fernsehsendung, die damals Valulis sieht fern hieß. Und da haben wir gedacht, wir tun kleine Ausschnitte rausschneiden und ins Internet stellen. Das waren hauptsächlich Parodien von Fernsehsendungen. Ja. Dann haben wir aber irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir es wirklich komplett für YouTube und haben halt festgestellt, dass einfach nur Sachen aus dem Fernsehen rausschneiden und ins Internet stellen, das funktioniert nicht so richtig gut, sondern man muss das Video eigentlich schon so bauen, dass es von vornherein nur für YouTube gedacht ist. Da gibt es verschiedene Regeln, die man beachten muss und da haben wir das eben ein bisschen analysiert, was bei anderen so gut funktioniert und daraus heraus hat sich dieser Gedanke entwickelt, okay, wir machen kleine Analysevideos, die exklusiv für YouTube gemacht sind. Ja. Valulise. Das ist richtig. Ein schönes Wortspiel aus meinem Nachnamen Valulis und ja. Analyse. Was ich auch wunderbar. Valulis alles machen kann, das Valu-Meeting, Valu-Trash und so weiter. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Kennst du deine Kategorien nicht? Na, wir haben noch viel mehr gehabt. Die waren eigentlich ziemlich lustig. Ja, das stimmt. Es ist total scheiße, wenn man es nicht, wenn sie nicht mehr einfallen. Dann kann man sagen, ich verspreche dir, das war total lustig. Ja. Aber jetzt hast du es nicht gehört. Also, ja. Ich kenne es. Also es ist lustig tatsächlich. Also auf jeden Fall da gerne mal reinschauen. Eine Frage, und zwar bei uns geht es ja jetzt heute in diesem Beitrag hier vor allen Dingen um Netzkultur und wir sind ja jetzt genau bei diesem Thema, ja, YouTube, da würde mich jetzt erstmal interessieren, es gibt ja viele Trash-Kanäle, ja, es gibt viele wunderbare, unterhaltsame Kanäle, aber ist es denn auf YouTube eigentlich auch möglich, noch rein seriöse Kanäle zu machen? Wie schätzt du das ein? Das ist eine sehr gute Frage. Das Interessante ist ja allein schon, wenn du YouTube Amerika und YouTube Deutschland vergleichst, da siehst du ja schon Qualitätsunterschiede, also sowohl inhaltlich als auch technisch, was natürlich sein kann, dass in Amerika hast du einen größeren Markt, also du hast die englische Sprache, hast einen weltweiten Markt, deswegen können sich auch anspruchsvolle Kanäle durchsetzen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch den Algorithmus. Und den Algorithmus musst du ja füttern und ihm Videos liefern, die Leute anklicken und auch die Anforderungen, die da bestehen, können dann doch in trashigeren Formaten in Deutschland resultieren. Also sprich, ein Video, in dem man sich hochgeistig mit Wittgenstein und seine Weltansichten auseinandersetzt, mag vielleicht nicht ganz so gut klicken wie, schaut euch das an, hier sind ihr die Titten rausgefallen. Aber meinst du, es gibt prinzipiell schon diesen Markt auch noch auf YouTube? Seriöser Inhalt. Definitiv. Ja. Also das sehen wir jetzt gerade mit unserem schönen Format Valulis und vielen anderen Funkformaten, dass natürlich die Nachfrage da ist. Das Schwierige ist halt einfach nur, dass um wirklich guten Content zu machen, brauchst du halt Zeit und wenn du Zeit nicht hast, brauchst du Geld und du brauchst Equipment und das ist in Deutschland natürlich schwieriger, weil das mit Werbung zu finanzieren im Moment bei YouTube noch relativ schwer ist. Ja.
Ihr könnt natürlich partizipieren an den Rundfunkgebühren eurer Eltern, indem ihr einfach mal vorbeischaut. Valulis in der YouTube-Suchleiste eingeben und schon seid ihr dabei. Philipp, ich danke dir vielmals und wünsche dir jetzt noch viel Spaß auf der TinCon. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und ihr könnt mal in andere Videos reinschauen. Bis später. Ciao. Ja, ihr seht schon, Internet, Kultur, Politik, Lifestyle auf der TinCon 2018 war wieder so einiges Thema. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir da sein durften und ihr könnt natürlich auch noch weitere Social-Media-Seiten von uns abchecken, alle Beiträge einzeln zum Beispiel. Selbstverständlich auf unserer YouTube-Seite zu finden sind wir auch auf Instagram oder auf Facebook. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis bald. Auf Wiedersehen. Digga, die elektronische Schülerzeitung.